Guten Morgen. Wir sitzen jetzt hier beim Frühstückstisch. Mein Mann isst sein Müsli und ich habe mir also 2 Scheiben Eiweißbrot gemacht mit ein bisschen Frischkäse und Vanillejoghurt und Blaubeeren. Dazu gibt es einen Kaffee mit 0,3%, ja, 0,3%iger Milch. Und mal gucken, wie das schmeckt. Das Rezept mit dem Brot und den Blaubeeren, wie ihr hier sehen könnt, das habe ich auf Facebook gefunden und ja, mal schauen, ob ich es essen kann, ohne dass mir alles vom Brot fällt. Aber es sieht schon mal lecker aus. Blaubeeren und die Frischkäse-Joghurt-Creme. Schauen wir mal. Ich lasse es mir jetzt schmecken und melde mich zum Mittagessen wieder. Wir sitzen beim Mittagessen und es gibt Apfelpfannkuchen. Ich habe auf meinem noch ein bisschen Ahornsirup drauf und dazu gibt es ein Glas Wasser. Ein Apfelpfannkuchen mit Ahornsirup und Wasser. Passt, schmeckt gut. Jetzt hat man meinen Finger gesehen, aber auch nicht schlimm. Hier meine Hand. Egal, ein bisschen Spaß muss sein. So, ich lasse es mir jetzt schmecken. Bis dann. So, mein Problem ist gerade, dass ich tierisch innerlich unruhig bin und nicht weiß, was ich machen soll. Gegessen habe ich jetzt seit dem Mittagessen nichts mehr. Ich habe Wasser getrunken wie blöd. Ich habe auch Durst ohne Ende heute. Und ich habe sogar widerstehen können, wo mein Mann ein Eis gegessen hat. Er macht sich jetzt schon Abendessen. Ich liege hier schon wegen der inneren Unruhe, gerade halt eben ein bisschen. Und bin am Überlegen, gehe ich jetzt auch Fahrrad fahren oder versuche ich irgendeine Meditation oder so, um ruhig zu werden. Ich habe keine Ahnung. Naja. Mal gucken, was ich nachher noch essen werde zum Abend und dann sehen wir mal weiter. Bis dann. So, und das wird mein Abendessen sein. Kirschen, so eine Schüssel voll, also circa 300 Gramm mit Kern und Stiel und ein Joghurt. Und mal gucken, ob ich damit satt werde und fertig bin für heute. Das werden wir dann sehen. Bis dann.